Reifen waren Beifahrerseite und der Kratzer wieder Fahrerseite. Das hatte man schon mal. Das. Der hatte vorher auch schon. Na gut, die werden sich. Genau, 1000 ein K ging jetzt rein. Damit kann der Juan jetzt arbeiten. Längere Zeit. Wir sind gleich nochmal am Rad drehen. Gibt es da wieder eine Hubork hier? Ach ja. Ein kleiner Kratzer. Jo. Hier, Nina räumt auf. Dylan dreht immer noch nicht am Rad. Werkstatt würde ich erstmal lassen. Und die 5K, denn ja, der Onkel müssen wir auch noch auszahlen, stimmt. So, mit die E-Mail. Großen Gefallen, Neffe, ich habe versprochen. Endgültige Entscheidung, Quelle, bla. Das war's, viel Glück. Alles klar, Sommerspiel jetzt durch auf Stufe 5, mehr geht nicht. Sprich, wir müssen jetzt den Onkel noch auszahlen. Genau, einen Onkel auszahlen, dann würde ich hier was ist denn das hier? Das schaut. Das geht ja auch wieder ins Geld. Moment, nehmen wir mal was anderes. Mal das anderweitig. So, kommt der halt einmal und zerlegt uns die Hütte. So, boah. Die Reinigung endet, wenn das Reinigungstempo runter dann sei. Okay, damals auch wieder mehr Druck drauf, gehe ich mal schwer von aus. 1,5 ans Focher, genau, jetzt geht es auf 2 hoch. 8K. Wo ist unser Talent bitte hin? Das war nur ein Tausender. Egal, eins haben wir geschafft. Jo, in 23 Minuten. 25 kommt er und zerlegt uns die Hütte. So, Nina langweilt sich. Ja, einen Laden müssen wir noch ausbauen. Was hätte man denn da noch im Angebot? Lieferung, Produkte, Autopflege. Zeitung. Das waren und das Autopflege waren 105, Zeitung waren 42. Die Hüte gibt 16. 20. Autopflege. Gut, da geht schon ab, wenn das Zeugs konsumiert wird. 105. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nee, Quatsch. 105 war der kleine, 195 der große. 2, 4, 6, 8, 10. Jo, jedem eins. Ja, genügend Geld. Nö. Ja, die sind teuer, die Dinger, aber sie lohnt sich. Ah, da würde ich nur ein Regal dafür verwenden. Das war ein großes. Frage, ich bestelle mal's hin. Da so, vielleicht. Das Bowl-Gemälde. Was soll denn das hinhängen? Da, da. Ja. So. Ach, das gab es jetzt als Belohnung hinten raus, vermute ich mal schwer. Haben wir hier noch einen großen Alkoholstand? Der kann doch auch weg. So, zack. Oder noch ran an die Kippen, ja. Kommt man ja halt nicht mal durch, aber. Ja, der war schon eng mit dem Platz jetzt. Und gut, da hinten könnte man noch Regale reinstellen. Was haben wir denn noch im Angebot? Machen wir uns mal so ein bisschen die. Werkstatt noch an. Wollen wir weitermachen.
So, hallo. Zweimal Reifen vorne. So viel Gewinn wirft die Werkstatt auch nicht ab. Im Vergleich zum Shop. So, Nina macht jetzt Folgendes. Sprechen. Aufgabenliste Pause. Dann bezahlen wir mal alle. So, der Juan hat auch keinen Bock gleich mehr. Schauen wir uns die Produkte weiter mal an. Lieferung Produkte, so. Zeitungen. Zeitungen waren's. D-d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 -
Reduzent die Autopflegekosten. Was waren das nochmal? 195 haben wir aus. Schau mal nur, was ist aktuell. Autopflege. 2, 2, 4, 6, 18, 12. Ah. Nicht so durcheinander hier. 3. So. Aktuell wird es uns kosten 478. Okay. Dann machen wir mal die Werkstatt fertig. Vielleicht haben wir es dann für die Erstbestückung. Ja, Werkstatt würde ich echt noch in Just in Time lassen. Solange die Kohle fehlt. Was macht der Juan jetzt? Ich raff's halt nicht mit der Geschichte. Mal geht's nicht. Ich hab doch vorher alle bezahlt. Es sind doch alle bezahlt. Warum geht der nicht an die Tankstelle? Die erste putzt auch nicht. Charlotte. Oh, hat's jetzt jeder. Geschnallt für heute, jo. Träumchen. Die Waschanlage würde ich aus Gründen erst wieder aufmachen, wenn sie automatisiert ist. Weil man könnte, man muss ihn ja nicht bedienen. Je nachdem, was für ein Auto es ist, kann man ja einfach wegschicken. Oder halt ignorieren. Also je nachdem, wie man Zeit gerade hat. So. 500, jo, jetzt können wir uns einmal die Teddybären gönnen. Quatsch. Die Autopflegegeschichte. So. Beim Auszahlen vom Onkel können wir ja noch aufschieben. Jetzt wollen wir mal die letzten Produkte noch weg. Müsste das Lager eigentlich leer sein? Bis auf die Eis, die wir noch haben. Ne? Eis haben wir alles weggekarrt. Alkohol sowieso, Snacks auch. Kraftstoff läuft. Deko. Nur mal gucken. Nur mal gucken. Nee, nicht der Innenbereich, der Außenbereich. Oder Seite. Ne. Da unten ging noch was. Genau, Seite Tankstelle 20. Ah, kommt das Hammer. 30 haben wir auch noch. Ah, okay, die Idee. 40, ja. Ja, klar, um 10er Schritte steigert sich das. 60, 70, blank. Die Autonadel ist neu. Plakat. 850, oh. Alles klar. Tipi. Hm. Hinten raus die Straße und oh, der zweite Spielautomat. Hm, nein. Juhu, die Freaks kommen. Heißt, jeder kriegt einen Bonus. Vorher abhaut. Nö, geht ja gar nicht. Wobei, die ist noch guter Laune. Ah, top. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr so weit laufen. Lü. Dann räumen wir mal schnell die Autopflege ein. Kleine Hutschachtel würde ich ignorieren. Ja, also die am einfachen zu waschen sind, die würde ich auch nehmen. So, jetzt haben wir hier, haben wir mal von mir mit 20 rein.
place mal der Rest all. Also jo, passt doch rein, eine Bestellung geht. So, dann lass mal doch das so, immer eine Bestellung machen, gut ist. So, jetzt putze ich mal mit kurz, weil die waren ja hier ein Dreck, das ist nur so Kraft. Da mutzt einer rum, das Eis fehlt. Ah ne, der ist in der anderen Trug, so. Da vom Eis müsste alles noch da sein. Oh, Charlotte sprach von Putzen. Nina kassiert und Juan steht draußen und zapft. Okay, Fisch. Nein, wo ist er hin? Mehr Fisch. Ah, schade. Hätte ich jetzt hier noch mit auf die Kasse gelegt. Meine Güte. Jetzt geht's rund im Kassenbereich. Ja, da kann man jetzt, ach Gott, hinterher putzen. Krank. Ich hoffe, jetzt kommt mal gut Geld rein. Werkstatt steht jemand. Oh, kann man so ein Ding kümmern. In 9 Minuten kommt der vorbei und zerlegt uns die Hütte. Also wir zahlen aus. Reifenspiegel. Beifahrerseite. Ah, die haben jetzt gut leer gefegt. Ich will Snacks und Alkohol bestellen. So mach ich mal. Bestellen, Lieferung. Ah, schauen wir uns um, was sonst noch fehlt. Das sieht noch gut aus. Snacks ist leer, Alkohol ist leer, Blüschis. Und das ist wie viel? 90. Gucken wir mal alles zusammenkriegen. Snacks waren leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alkohol. Und die Teddybären. Und er gesagt 90. 10. 20, Quatsch, überall 10 und 40. Doppelte dann 80. Wie viel kostet der? Okay. 1,9, ne? Der Traum war da. Das ist der da unten, der reinknallt. Ja, den weglassen. Noch einen Moment warten. 1,26. Jo, warte mal noch einen Moment, dann können wir bestellen. Wir lassen die Tittys komplett weg. Wir lassen die erstmal noch weg. Beziehungsweise wir können die kaufen, die billig sind im Moment. Wird der hier. 10, 15, 20. Jetzt viermal auftauchen. Jo, passt. 700 geht sich aus. Die kleinen Hutsche. Achso, jo, das haben wir eben schon gehabt. So, Charlotte hat nichts zu tun. Wo
Bohren ist auch gut am Start. Biokassenschutz hier. Werkstatt müssen wir uns kümmern. Kraftstoff. Jetzt wäre auch fast die. Ich will es aber nicht zumachen, Tilde. Wir können auch schließen, warten, bis alle wieder fit sind. Veranstaltung. Wir schicken auf jeden Fall die Charlotte. Aufgabenliste mal an die Kasse. So. Wann macht Schicht? Das heißt, wir müssen die Zapfsäule noch im Auge behalten. Da steht auch schon einer. Trägerschutz erstmal egal. Russischer durch. So, so hier. Süßer Spiegel. Ah ja, war doch die Hälfte noch dran. Die das Problem hat. So. Haben wir dann noch 543 Liter. 34. Minus das, was jetzt da reinging. Also noch genügend. Ja, kurz ein bisschen fegen. Dann können wir auch schon ins Lager und unseren Stuff holen. Also Snacks und die eine Sorte Blöschis. Snacks und Alkohol. Snacks, Alkohol plus ein Stofftiergedönse da. So, Snacks. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da und den Blühstänger da. Oh ja. Hübsch. Oh, gucken wir haben jetzt wieder Geld. Jetzt sind alle billige, ernsthaft. Wen haben wir denn, den Dog? Jo, sieht nach einem Hund aus. So, Lieferung, Produkte. Macht doch das Spiel mit Absicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sind wir jetzt bei 200. 662 würde noch gehen. Machen wir auch. Von irgendwas liegt 50 im Lager. Haben wir noch Getränke mitbestellt? Jo, stimmt, da war was. Nee, Getränke sind auf Lager. Das war das Problem. So rum. Schaffen wir die mal weg. Heißt aber nichts mehr. So, jetzt ist auch gar keiner mehr da, der arbeitet. Baum. So, jetzt haben wir uns halt den Weg davor zugebaut. Und Stufe 6 Popularität, okay. Dann baller mal euch mal Sprit rein. So, die sind eigentlich wieder gut am Start. Die zwei zumindest. Mitarbeiter alle mal bezahlen, sprich Nina, bedienen, Juan,
tanken. So, und wir räumen derweil auf. Beziehungsweise gehen dann ins Lager, wenn wir hier durch sind. Auf die Blushis schlagen ein und die Autopflege. Und der Dude und zagt uns die Bude oder ist auch am Start in 40 Sekunden. Füllen wir den Boden versenkt, den Müll? Das ist ein Arsch. That'll do. Ah, kriegen wir die Plüschis noch montiert, bevor der kommt. Auf jeden Fall müssen wir gleich streichen. So, hübsch. Oh, da kommt er ja schon. Er kostet uns, glaube ich, 100 Popularität, plus halt streichen. Also nicht wirklich monetär. Da wir eh gerade Level Up haben. So, wurde denn noch randaliert? Und das eine kann man jetzt kaum vorstellen. Und hier vielleicht hinter der Wand. Ah, bisschen schwarz jetzt da oben. Reichen wir es mal. Kann auch sein, dass er hinter den Zigaretten. Sieht man aber nichts. Ich erkenne jetzt hier kein Problem. Nö. Mal wieder standardmäßig fegen und so tun, als wäre nichts gewesen. Müll könnte man mal wegschmeißen. Achtung, Müll. Jetzt wird Bockmisch gebaut an der Kasse, dass die unzufrieden war. War schon Stufe 9, wenn dann gerade 10. Das so langsam hinkriegen. Da noch. Irgendwo ist noch Dreck. Da waren das wieder Spuren. Ja. Ja, holen wir mal Charlotte her. Soll die sich mal das angucken? Haben wir uns nicht mal gesehen. Oh, drei Reifen und Batterie. Alles klar. Außen noch geschmiert. Wir sind nicht danach aus.
Normal schmiert er nur in. Ich bin mal gespannt, ob den Laden sauber kriegt auf 100%. Noch machbar ist. How much do I owe you? Wo sind die jetzt hin? Oh, sag bloß, die rennt wieder da hinten in die Ecke. Hä? Bis dahin. Vielleicht. Oh, die Klos wollte man noch ausbauen. Das ist Einrichtung, sonstiges meine ich. Parkplatz wäre zu teuer aktuell. Kommt zum Klo 150, ja, das haben wir. Ah, gerade so mit Achtung. Ach, hä, nicht genug Geld. Wir stehen da oben 154. Okay, dann halt, ne? Die müsste doch locker reichen für ein Klo. Ach, das kostet 300. Na dann, müssen wir noch warten. Hier geht die Bude nicht mehr sauber. Wo ist der Fleck? Mal hier lackieren. Ja, das triggert mich jetzt. Oh. Dach erwischt. Mist. Achso, jo, das müssen wir auch einmalig streichen da oben. Das kam ja neu dazu. Meine ich gleich angehen. Ja, ich glaube noch drei Elemente, die ich richtig gesehen habe. Jo. Machen wir das durch. Und die Frage immer noch, wo der Dreck ist. Ah, das hier hatte man noch nicht. Da haben wir ja die Decke erwischt. Oder das Dach dann. Ups. Den Fleck sehen wir auch nicht. Ah, doch, da hinten. So richtig schlimm hier unter den Eisthron kann es sein. Nee, der war nichts. Der auch nicht. Aber die natürlich wieder einräumen. So. Und wir bestellen noch unter Eis. Produkte. Eiscreme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist der Fleck? Da hinten dran gestrichen.
Hey, mach gleich die Tanke zu. Das macht mir jetzt Kira. Sie findet auch nichts. Hat doch da immer mal Witter, aber es geht immer hoch auf 100. Irgendwo ein Ding. Die Tanke zu. Wahnsinn. Das wird jetzt ein Spaß, den Dinger zu finden. Oh, was kommt denn da? Ach, da kommt noch Lieferung an für. Die Werkstatt hätte man noch mitnehmen können. Egal. Der fährt jetzt einmal durchgerauscht, ja, scheinbar. Okay. Du. Oh. So, jetzt holen wir den Dreckfleck. Die kann jetzt mal in Ruhe putzen, kommt ja kein neuer Dreck dazu. Findet aber nichts. Wo soll das sein? Nix. Ach, den muss man mit Abstand stellen, damit man da wieder Zeit zu Zeit streichen können. Jo, passt. Interessant. Hatte das jemand von euch auch schon mal? Den einen Fleck, der nie wieder gefunden wurde. Oh, gibt's so nicht. Das ist so verbaut da jetzt. Ja, so. Hier mach's nochmal. So könnte gerade stehen. Oh, es macht echt keinen Spaß, Dinger zu setzen hier. Doch genau auf den. Geht doch im. Da steht die vorne falsch. Die steht schief. Krampf. Ja. Nicht schön, dafür selten. Nein.
1, 2, 3. Mal wieder alles einsortieren. Den einen Flag. Hm. Gierig. Wieder zwischen rein. Ah, schon was lieber weiter vor. So. War noch entspannter durch. So, 1, 2, 3. 1, 2. Ah, falsch eingeräumt. Das ist 10, 10, 10, 10, 10, ja. 10, 10, 10, 15, 15. Wo ist der verdammte Fleck? Erzählt er jetzt die Fische mit? Nö. It's not. Ah, Lieferung ist noch da. Wobei, wir können da vorne schon mal wieder aufmachen. Jo, die sind ja ausgeruht, die zwei und die. Die kann ja kurz hier Aufgabenliste raus. Kann da jetzt nicht viel, dass sie da beschäftigt. Der hat aber auch den Müll jetzt hier nicht mal leer gemacht, irgendwie. Ganz komisch. So, Angestellte alle bezahlen. Nina an die Kasse. Juan an die Zapfanlage. Haben wir da noch bestellt? Ach, das waren die Teile von eben wohl. Gelü. Ja, der Fleck ist jetzt da, seit der Typ hier randaliert hat. Schwierig. Also Alkohol können wir noch einräumen. Die haben wir ja auch verrückt. Lüschis könnte man hinten eigentlich querstellen.
Wir haben irgendwo einen Fleck dazu, der hier. Nee. Ach, da. Es geht einfach nicht mehr hoch auf 100. Logisch, alles in Ordnung. Da fehlt nur die letzte Schüssel. Da können wir uns noch gönnen. Den Parkplatz, da warten wir noch. So, das letzte Klo haben wir. Dann gehen wir noch auf die Deko außen. Die waren, glaube ich, auch nur noch 70 und 80 Euro. Oder 80 und 90. Hauen wir es auch noch mal raus. Autonadel ist mir im Moment zu teuer, das Plakat sowieso, das Tippidorf auch. Die Straße generell, weiß nicht, ob das so. Mir gefällt es nicht. Mir gefällt es nicht wirklich. Die Maschinen braucht kein Mensch. Die braucht kein Mensch. Zigaretten werden alle, Lieferung, Produkte, Zigaretten. Bundesnummer 80. Meinte ich 30 jeweils bestellt. Ja. Jeweils. Und bis auf 2 Grad alle günstig. Finanziell. Müssen wir noch kurz warten. Ah, das mit dem Fleck, das stört mich jetzt. Wie die dreckige Socke bei Big Bang Theory. Vielleicht ist auch ein Anzeigefehler. Spritter meinte ich noch. Aber müssen wir auch wieder bestellen. Schwierig. Auf jeden Fall können wir uns die Zigaretten jetzt mal kaufen. Brauch schon mal was ist. Räum mir schon auf.
Ich die Olle, die wollte doch putzen kommen. So, zum 1000 da an der Werkstatt steht jemand. Wir bestellen uns Kippen. Reifen wir das Sorte. Einen müssen wir noch korrigieren. So, jetzt haben wir noch 300 irgendwas übrig. Ich hoffe, das ist nicht so ein großer Schaden da hinten an der Karre. Ach Mist, die stand da schon. Pech gehabt. Pech gehabt. Der Juan, der macht hier einen entspannten Lenz. Obwohl er noch halb voll hat. Ist da wieder das Problem? Und gleich wieder zurück. Weg irgendwo außen. Haben der durchstreichen. Ja, ich ignoriere die Anzeigen gut. Was macht denn der da? Ach, ist kein Sprit da, deswegen. Ja, jetzt verstehe ich die Geschichte. Lieferung Kraftstoff. Was haben wir denn? Ja, nicht wirklich Kohlen. Stellen wir mal 100 Liter, dass wenigstens was da ist. Dann rollen wir mal die Kippen noch ein, dass Geld wieder reinkommt. Blö. So, 30, 60, ja, fest. Passt. Dann füllen wir das irgendwann nach. Das können wir mal gucken. Lieferung Produkte. Genau, Bullcherries und das Ding kommt in die andere Truhe. Hier kommt nur der rein. Die ist voll. Die ist auch wieder voll. Da kommt Elon mit seinen 100 Litern. Einen Witz. Besser wie nix im Moment. Jetzt ein Geld in der Werkstatt. Was ist denn wieder ver... uns verklicken, oder ich mich verklick vielmehr. So, zwei Reifenkratzer haben wir. Drei Reifen auf Lager. Fahrzeuggeschichte müssen wir auch haben. Echt da eben nicht. Genau geguckt. Gibt's doch nicht.
Das ist der Fleck vorne, der macht mir jetzt Kirre. So, Kratzer kriege ich da mal keine. Brauchen wir eine. Lieferung, genau. Deswegen kommt LKW wegen so einem kleinen Trooper. Ach, da war sie wieder fleißig, hat wieder geputzt. Und hier vorne sieht es aus wie Hulle im Shop. Jetzt haben wir wieder ein Kraftstoffproblem. 300 Liter müssen gehen. Kraftstoff 200, 300. Ne, gehen nicht. Gehen nur 200. Ja, wenn man es wieder langsam hocharbeiten, was das Thema angeht. Die kann eigentlich Feierabend machen. Ne, Nina macht Feierabend. Angestellte Nina, Aufgabenliste, Pause und die geht an die Kasse. Und der Juan geht an die Zapfsäulen raus. Oh, holen wir mal die Kratzergeschichte. Oha, in 3 Kartonagen. Alles klar. So, dann kriegst du dein Kratzer-Ding da. Da unten. So. Komm, Elon. So. Ja, jetzt haben wir so einen kleinen Moment verpasst, die Tankschose hier vorne. Und gleich nochmal rufen. Aufgabenliste Tank. Jetzt. Mach das. So, Elon dampft wieder ab mit seinem Stau, den er verursacht jedes Mal. Schauen wir da mal rein, wie sieht's aus? Geht weg. Geht noch nicht ganz rein. Zigaretten. Bisschen Platz ist. Die Getränke. Sieht noch gut aus. Next gehen wir wieder zur Nike. Lushis gehen. Die gehen gut. Echt jetzt? Müllsack stolpert und Schienbeinbruch. Schien- und Wadenbein, das volle Programm. So, dann holen wir mal den noch bei. Da lagen jetzt ziemlich viele Säcke drin. Oh Gott, das gibt ja auch wieder einen Stau, wenn